Moin. Das Team von Callisto hat sich an mich gewandt und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mir mal eins ihrer Produkte anzugucken. Und dann habe ich mich einmal informiert, habe mir den Shop angeguckt und da mal durchgestöbert, ob da irgendwas dabei ist, was mich interessieren würde. Und ich bin auch fündig geworden. Und deshalb seht ihr jetzt hier diese wunderschöne große Holzschachtel vor mir liegen. Die haben mir das Messer zugeschickt. Und ich werde jetzt einfach mal das machen, was ich immer mache, wenn mich ein Messer interessiert. Ich werde einfach mal meinen Ersteindruck und meine erste Analyse darüber mit euch teilen. Dann wollen wir schauen, was da drin ist. Also, das Messer, das mich interessiert hat. Ihr wisst, ich habe eine Menge Küchenmesser und es macht für mich kaum Sinn, da quasi immer jetzt das gleiche zu probieren mit Kochmessern und Co. Ihr seht, das hier ist kein normales Kochmesser. Es handelt sich hier um ein sogenanntes Chai Dao. Das ist quasi das chinesische Pendant zum europäischen Kochmesser. Ein chinesisches Kochmesser. Bei uns werden diese Modelle oftmals als Küchenbeile verwendet und verwechselt, weil es eben diese typische Form eines europäischen Beils hat. Nun ist es leider so, dass dann sehr häufig ein großer Vertrauensbruch passiert und die Leute sich fürchterlich aufregen, warum diese Küchenbeile denn nichts taugen. Denn die sind so empfindlich, die gehen so schnell kaputt, da bricht so schnell was aus. Das Problem liegt aber nicht daran, dass die Chai Daos schlechte Küchenbeile sind, es sind halt Kochmesser. Und diese Verwechslung, die passiert tatsächlich viel häufiger, als man denken mag. Ich räume jetzt einmal kurz die Schachtel hier zur Seite, damit wir uns das Chai Dao ganz in Ruhe angucken können. Und wie gesagt, das passiert leider sehr, sehr häufig aufgrund der Form. Die Leute sehen die Form und denken, boah, das ist ein Beil. So, diese Chai Daos, diese Kochmesser, sind keine Beile. Ein Beil ist dick, ein Beil ist in der Regel ballig, ist robust, ist dafür da, Knochen zu zerteilen, raue, robuste Arbeiten zu verrichten. Chai Daos sind Kochmesser. Die sind zum Schneiden, zum Hacken mit bewusstem Einsatz. Ne? Also nicht grobes, gewalttätiges Hacken, sondern Hacken gekonnt und bewusst. Das sind Messer, das sind Schneidwerkzeuge. Und dementsprechend sind sie auch dünn und empfindlich, weil sie eben schneiden sollen. Sie sollen nicht robust sein, sie sollen nicht dafür verwendet werden, tausend Sachen zu zerteilen. Es sind grundsätzlich quasi die chinesischen Allzweckwerkzeuge, ähnlich unserer europäischen Kochmesser. Und ihr könnt sie auch ziemlich ähnlich verwenden. So wie ihr ein europäisches Kochmesser einsetzen würdet, so dürft ihr auch so ein Chai Dao einsetzen. Ich muss jetzt erstmal sagen, das sieht schon mal alles ganz schön schick aus hier, was ich sehe. Mein Chai Dao ist aus der Sodalite-Serie oder Sodalite. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Wenn ihr euch bei Callisto im Shop umguckt, ihr werdet feststellen, die haben sehr viele interessante Serien da. Auch limitierte Editionen und Prototypen und Sondersachen. Ich wollte, wenn ich mir jetzt schon ein Messer von denen angucke, gerne einfach eins angucken aus den Standardserien, die sie anbieten. Und ja, darum ist es dann diese Sodalite-Serie geworden. Sodalite ist irgendwie ein blaues Mineral. Ah ja, und man sieht auch, ja, das sieht natürlich schon toll aus, ne? Also ich sag mal so, die Bilder im Shop, die versprechen natürlich immer eine Wahnsinnsoptik. Das sieht alles sehr bunt, sehr schick aus. Es ist aber was ganz anderes. Ich guck gerade, ob ich hier mal eben näher ranzoomen kann. So. Das ist der frisch ausgepackte Griff. Wir sehen, hier ist mit Kunstharz, sind hier verschiedene Materialien miteinander vergossen. Also es ist ein Kunstharzgriff. Ich nehme mal das Plastik weg. So, und jetzt versuche ich euch mal einfach mal das Ganze ein bisschen... Ah, kriege ich das nochmal eingefangen hier? So. Ja. Das ist schon wirklich schön gemacht. Wirklich. Ich muss ein bisschen aufpassen beim Drehen. Der Spitzenschutz ist schon ab und meine Finger sind sehr nah an der Schneide. Das ist sehr, sehr schön. Das ist, wie gesagt, jetzt diese Sodalite-Serie. Guckt euch in dem Shop um. Sie haben ganz viele verschiedene Serien.
Das hier ist jetzt diese. So, kriege ich die immer wieder zack raus. So, okay. Und so, dann packen wir das einmal zur Seite. Was haben wir hier? Also, hier haben wir einmal einen Pappkartonschutz. Hier haben wir einen Hartplastikschutz. Das finde ich sehr klug gelöst für den Transport. Der ist jetzt hier abgefallen, aber es gibt nochmal einen separaten Spitzenschutz und einen Hackenschutz, so wie man das kennt. So. Ich habe mich natürlich einmal vorab auch informiert, weil mich das ja nun auch selbst interessiert hat. Also die Messer werden in Asien gefertigt. Es scheinen laut Aussage von Kalisso exklusive Fertigung für sie zu sein. Und genau das, was wir hier sehen, dieses schicke, ist ein wunderschönes Damastlaminat. 33 Lagen pro Seite sind so verschiedene Edelstahl Laminate drauf, damit es dann dieses schöne Damastmuster auch annimmt. Und der Kern ist eine Schneidlage aus 10CR15 CO-MOF. Das ist quasi das chinesische Pendant zum VG10. Moderne chinesische Fertigung ist quasi das zurzeit das Material, das man so am häufigsten finden kann. Auch in dieser Zusammensetzung. Dann variieren die Muster. Ihr seht jetzt hier, haben wir so ein wunderschönes Design, dass das Muster hier quasi wie so Schwingen und Wellen nach dort läuft. Finde ich sehr, sehr schön, spricht mich stark an. Kann man hier auch richtig fühlen, also wo quasi die Außenlagen übergehen in den Schneidenkern. Das ist jetzt nicht raufgelasert oder sowas, nee, das ist richtig tatsächlich verschiedene Stahllegierungen aufeinander draufgewalzt und verschweißt in Hitze. Und ja, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich versuche das nochmal. Ich mache nachher noch ein Short-Video. Ich werde das Messer natürlich schleifen. Ihr kennt mich. Jedes meiner Messer muss ich schleifen. Wir werden trotzdem ja gleich nochmal in Ruhe hier uns angucken, was denn hier am Werk für eine Schärfe an diesem Messer zu erwarten ist. Ich habe mir schon mal aus Asien solche Messer geordert, ähnliche, nicht dieses, aber ähnliche Kochmesser, einfach mal, ich sehen wollte, was denn so die chinesische Fertigung heutzutage so zu bieten hat. Und man kriegt sie in verschiedensten Preisklassen. Und was aber auffällt oder sehr schnell auffällt, ist, wenn man zum Beispiel nicht aufpasst und es einfach so irgendwelche Messer sich aus Asien holt, müsst ihr aufpassen, denn die Asiaten haben viel kleinere Hände als wir. Und wenn die Messer nicht für uns Europäer designt sind, exklusiv designt sind, habt ihr ganz schnell das Problem. Ich habe eine 10 bis 11er Hand und ich greife jetzt mal hier diesen Griff an. Und guckt mal, wie viel Platz ich vorne und hinten habe. 10 bis 11er Hand. Da guckt der Griff raus und da guckt der Griff raus. Ganz oft, wenn ihr Messer aus Asien einfach so direkt kaufen wollt, kriegt ihr Messer mit Griffen, die so lang sind. Da guckt gar nichts raus und ihr könnt das Messer quasi mit größeren Händen, so wie ich jetzt habe, nur noch als Dreifingermesser greifen. Umso schöner finde ich, dass sie hier darauf achten, dass sie sie exklusiv designen und fertigen lassen. Das hier ist ein wunderbarer Griff. Auch mit meiner 10 bis 11er Hand kann ich den richtig schön umschließen. Fühlt sich sehr schön an, ist toll gefinisht. Also alles, ich grabbel hier jetzt, darum ist das jetzt alles voller Fingerabdrücke schon, weil ich hier natürlich jetzt einmal auch befummeln muss. Die ganzen Übergänge sind schön verschliffen. Was man sonst auch sehr gerne hat, ist, dass das hier unsauber gearbeitet ist und dann hat man hier so dicke Millimeter oder 2 Millimeter dicke Riefen dazwischen, die dann einfach mit Epoxy ausgefüllt sind. Das ist hier nicht der Fall. Das schließt alles sauber und schön miteinander ab. Das gefällt mir sehr gut. Ja, sehr schön. Geht gut ineinander über. Und auch die Endkappe ist schön, schön angeschliffen und schön alles in einem Stück auspoliert und übergeschliffen. Der Griff kommt sensationell. Ich kann euch das unter dem Licht gerade nicht wiedergeben. Der flasht mich richtig. Also man muss ein bisschen Bock haben auf bunte Farben und sowas, wenn man sich diese Linie ausguckt. Aber dann wird man auch echt mit einem echt krassen Farbenspiel belohnt. Das schockt schon. Die Klinge ist relativ dünn. Wo haben wir denn mal hier meinen altbewährten, mein Schätzeisen? Da. Wir gucken mal, was die Klingendicke sagt. Einfach mal am Rücken rangehalten, zugedrückt. 1,9 mm. Also knapp 2 mm
dicker Rücken, das verspricht Schneidfreude. So, und die Phase, seht ihr, ist gräulich, ist sehr dünn zu sehen. Also es ist eine sehr schlanke Phase. Schlanke Phasen sprechen immer dafür, dass wir hier eine wirklich schöne Klingengeometrie haben. So, einmal die Hand nach vorne rutschen lassen. So, dass ihr da was sehen könnt. Da kriegt ihr eine Idee, auf welcher Dicke die Klinge hier ausläuft. So, wir gucken mal. 1,9 habe ich jetzt am Rücken abgenommen. Und wenn ich jetzt hier unten... Oha. Oha. 0,2. 0,3. 0,1. Ihr wisst, das hier ist ein Plastik-Schätzeisen. Nagelt mich nicht fest, aber ihr seht, diese Klinge ist dünn ausgeschliffen. Das ist natürlich... Das schreit nach Schneidteufel und viel Spaß beim Schneiden. Ich sag mal, europäische Kochmesser zwischen 0,5 und 0,4 unten an der Klinge ist relativ normal. Ab 0,3 reden wir von einem schlank und fein ausgeschliffenen Messer. 0,2, 0,1, dann sind wir so in Richtung Opinel-Messer unterwegs und Co. Ne? Also das ist schon, das ist tatsächlich... Ein Vorteil der modernen chinesischen Fertigung, die Schleifen klingen wirklich, wirklich schlank aus. So, klar, wenn man mit so einer Klinge jetzt zuhaut und Knochen zerteilt, das dankt die einem nicht. Ne? Wir haben hier irgendwie eine Härte von, ich meine, sie geben sie mit ungefähr 60 HRC an, plus minus 2. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll, weil plus minus 2 HRC ist tatsächlich schon, also entweder sind wir dann bei 58 oder bei 62 in den Ausreißerfällen. So, um die 60, das wird ungefähr hinkommen. Ich habe, wie gesagt, schon einige solche Messer auch geschliffen und auch hier gehabt. Die nehmen in der Regel eine sehr gute Schärfe an und die sind in der Regel recht hart. Das hart heißt, die sind jetzt nicht dazu da, wie gesagt, sie gewaltsam einzusetzen, halten aber dafür dann eben auch die Schneide relativ lange. Der Schleifwinkel wird angegeben von Kalisso mit 15 Grad je Seite. Es ist ein beidseitiger Schliff, nicht einseitig, sondern auf beiden Seiten haben wir eine Phase. Der Schnittwinkel wird ebenfalls mit 15 Grad angegeben. Das kann halt nicht stimmen, weil ich zwei Phasen a 15 Grad habe, die die Schneide bilden, dann ist der Schnittwinkel oder Schneidwinkel also 2 mal 15 30 Grad. So, wer den Kanal hier folgt, der kann das auch sofort nachvollziehen. Wir gucken mal. Ja, es steht auf jeden Fall schon im Nagel. Also das Messer verspricht schon eine gewisse Schärfe. Nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Messtester. Der wird uns das Ganze jetzt mal erzählen. Ich habe schon Messer aus chinesischer Fertigung halt hier gehabt, auch mit Originalwerkschliffen. In der Regel sind die ziemlich gut, was die Schärfe angeht. Normalerweise, Best-Tabelle sagt so ein Bestwert zwischen 250 und 350 Gramm. Das ist gut. Ich muss hier einmal kurz die Tür zu machen. Zack, ist gerade jemand nach Haus gekommen und wir wollen hier ungestört bleiben. So ein Bestwert zwischen 250 und 350 Gramm, das ist quasi der Idealstandardwert, den man von frisch geschliffenen Industriemessern erwarten darf. Die modernen chinesischen Fertigungen liegen da in der Regel schon deutlich drunter. Da habe ich schon ganz andere Werte gesehen und ich erhoffe mir jetzt ehrlicherweise einen Wert unter 200. Wir machen drei Messungen der fairerweise und starten an der Hacke. Ich bin gespannt. Ich habe nichts anders gemacht als sonst, Leute. Ne? Also, und ich habe das Messer noch nicht geschliffen, nicht abgezogen und gar nichts. 56. Warte, wir nehmen mal kurz hier. So, wir müssen das einmal festhalten. Das glaubt ja kein Schwein. 56, ey. Hallo? Wie soll ich das denn unterbieten? So, 56. Sekunde. 56. So, wir gehen einmal in die Mitte rein. Na, das ist zu viel. So viel Prüfmedium will ich nicht opfern.
ich vor lauter Erregung jetzt zu viel Prüffaden rausgezogen. So, einmal gucken. So. Gut. Wir haben die Hacke gemessen. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die Mitte und gucken, was wir da für einen Wert haben. Und fünf. Leute, wollt ihr mich denn? Habt ihr das Messer extra für mich geschliffen? Ist ja Wahnsinn. Also, das habe ich noch nicht erlebt beim Messer, das hier ankommt. Noch nie. Ich hatte so auf 150, 180, 170 irgendwas so in dem Dreh spekuliert und nicht auf sowas. Das ist ja der Wahnsinn. Also wenn alle eure Messer ab Werk so kommen, bin ich arbeitslos. Ja, gut. Also drei Messungen gemacht über die gesamte Klinge und wir bleiben dem Wertebereich treu. Ja, ich würde mal sagen, dass im Schnitt sind wir hier auf jeden Fall bei circa 50, ne? Okay, okay. Das ist scharf. Ein 50er Bestwert für den, der es nicht weiß. Damit operieren wir auf dem Schärfeniveau einer doppelseitigen Einwegrasierklinge, zum Beispiel von Wilkinson oder sowas. Ja, damit man da eine Einordnung kriegt. So, wir haben eine sehr schlanke Klingengeometrie. Wir haben eine sehr irrsinnig hohe Schärfe. Das heißt, dieses von der Luftfeuchtigkeit jetzt im Sommer leicht angeweichte Prospektpapier sollte hier eigentlich... Ja. Es ist völlig mühelos und schneidet einfach. Alter Verwalter. Unglaublich. Unglaublich, wie scharf das ist. Gut, das ist, ich bin ziemlich beeindruckt von dem Schärfeergebnis. Das, was ich ein bisschen schade finde, ich kriege den wahrscheinlich aufgrund der Höhe nicht in mein Goniometer eingespannt, um mal zu gucken, ob der Winkel passen kann. Nee, das wird nichts. Leider wird das gar nichts. Gut. Aber was wir gucken können, einmal hemdsärmlich, um ungefähr zu wissen, ob wir bei dem Winkel sind. Ich habe hier meinen 15-Grad-Winkel. Ich habe hier mein Holzbrett. So. Wenn das Messer jetzt viel gröber als 15 Grad geschliffen wäre, mal gucken, ob ich euch mit rankriege. So, Sekunde. So. Also, wenn das Messer im Holz stehen bleibt, haben wir den Schneidenwinkel. So, jetzt, guck mal, da beißt er schon rein, ne? Auf der Höhe. Jetzt nehme ich mal das Ding hier und schiebe das mal drunter. Ihr könnt es gerade nicht so gut sehen wie ich, aber ich kann euch sagen, das passt ziemlich gut. Wie gut genau das passt, das sehe ich tatsächlich erst, wenn ich selber versuchen sollte, es zu schleifen und mit dem Edding markiere. Dann kann ich noch mal ein bisschen mehr Aufschluss geben. Aber ja, wie gesagt, ohne Goniometer kann ich das quasi nur als gegeben hinnehmen. Ja, das ist unglaublich. Also das Schärfeniveau ist gnadenlos beeindruckend. Da kann ich kann nichts anderes sagen. So. Die Spitze. Ja, ist auch gut mitgeschliffen. Hacke ist auch gut mitgeschliffen. Ja, ebenfalls. Kann noch mal gucken.
So. Einmal hier ranholen. Um nochmal einen Blick auf die Schneide zu werfen. Das ist der Wahnsinn. Also die Schärfewerte. Krasses Teil. Ja. Mein Chai Dao von Palisso. Falls ich es noch nicht gesagt hatte, das Messer wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ein Link zum Shop von Kalisso mit einem persönlichen Rabattcode, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja. Und ansonsten guckt euch das selber an, wenn ihr auf der Suche seid nach Kochmessern, die ausgefallene Optik haben sollen. Dünn ausgeschliffen, performant, was Schneiden und Schärfe angeht. Dann seid ihr da genau richtig. Ich kann nichts anderes sagen mit meinen Methoden. Ich bin ein bisschen ehrfürchtig vor dem Schärfeniveau. Also bei 15-15 ist das einfach herausragend. Es ist wirklich, wirklich unglaublich scharf. Ich bin gerade ziemlich geflasht. Und schick finde ich es auch. Alles klar, das war's erstmal mit der ersten Analyse. Ach so, falls ihr noch wissen wollt, hier, Maße, komm, können wir einmal nochmal machen. Griff, was haben wir hier? Circa 12 cm ist der Griff lang. So, und wie lang ist hier die Klinge? Circa 19 cm. Dann habt ihr jetzt nochmal grob ungefähr die Maße. Und die Höhe, dass es nicht in meinen Goniometer passt, ist ungefähr 7 cm, würde ich sagen. So in der Klingenbreite. Das Coole daran ist halt, ihr könnt damit euer Gemüse schnibbeln. Das finde ich halt so das Coole. Dann macht ihr alles fertig und dann könnt ihr gleich so alles irgendwo reinschaufeln, wo ihr es hinhaben wollt. Das macht das Messer sehr, sehr praktisch. Ja. Das war's von mir. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.